Wir vertreten regelmäßig kleine und mittelständische deutsche Unternehmen und auch Privatpersonen, die in den USA eine Geschäftsrepräsentanz gründen wollen. Das kann in Form eines Joint Ventures mit einem amerikanischen Partner passieren. Das kann aber auch durch die Gründung einer eigenen US-Niederlassung geschehen. In diesem Fall ist es ganz besonders wichtig, dass wir unsere Mandanten darüber aufklären, welche Vor- und Nachteile mit den verschiedenen Gesellschaftsformen verbunden sind. Zudem ist es wichtig, wo und nach welchem Recht eine Gesellschaft gegründet wird und welche steuerliche Belastung und welche Haftungsrisiken bei welcher Gesellschaftsform auf den Mandanten zukommen. In Amerika hat jedes Bundesstaat verschiedene Gesetze. Und es kommt darauf an, welches Bundesstaat am besten passt für die deutsche Firma. Also ist es wichtig, gut beraten zu werden am Anfang, damit man auch den richtigen Staat wählt. Nicht nur, wo man begründet wird, aber auch, wo man das Hauptbüro hat für Amerika.